So, ich zeige Ihnen jetzt nochmal dieselben Bilder mit einer besseren Auflösung und ich stelle hoffentlich die Kamera nicht mehr quer. So ein paar kleine Einzelheiten zu sehen. Das ist also das im Grunde das einfach das volle Leben, was sich da abspielt. Da unten wird ein Hund hier ein bisschen zertreten. Sehr schön finde ich also diese entgleisenden Gesichtszüge. Der Busen sitzt völlig an der falschen Stelle. Da mal zwei Schöße und vier Beine. Aber es hat alles Charme und keinen pornografischen Anklang. Zwei Kätzchen. Und jeder Schlangenkopf sehr schön individuell gemalt. Nochmal die etwas melancholische Dame. Vielleicht sind wir. Das Problem ist, auf dem Display sieht man die Farben völlig anders, als sie die Kamera aufzeichnet. Allein was für ein schönes Stillleben, was für schöne Äpfel. Und die Vase, gucken Sie mal, wie die Vase gemalt ist. Könnte man daneben Morandi stellen. Die Dame hatte ich falsch aufgenommen, so. Die Dame, die ihren Stolz ihren Brillantring zeigt. Man beachte, wo das Sektglas ist. Ist nicht ganz ohne Bedeutung. Eine sehr vitale Malweise.